Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Wir sind in Part Nummer 25. So, wir erforschen das schöne Automobil. Das wurde sich ja mehrfach gewünscht. So, und heute machen wir was ganz Ausgefallenes. Das hättet ihr nicht gedacht. Und zwar werden wir erstens den Wald noch ein bisschen vergrößern. Denn das ist ja das, was ich gerne machen würde. Und ich würde gerne ein paar Lasertürme bauen und ein paar Lasertürme reparieren. Ja, das wurde mir auch in einem Kommentar gesagt. So, was brauchen wir denn überhaupt für Lasertürme? Lasergeschütz, Zahnräder, elektronische Schaltkreise. Okay, dann klauen wir uns mal ein bisschen Kupfer. Denn damit können wir das alles bewerkstelligen. Hier liegt das Kupfer ja sowieso rum. Wird eh nicht verwendet. Vielleicht sollte ich aus den Kupferfabriken hier oben vielleicht noch mehr Kabel herstellen und dann noch mehr elektronische Schaltkreise, denn die braucht man ja sowieso für jeden Scheiß. So, was brauchen wir noch? Zahnräder, Stahlplatten, wie viel habe ich einstecken? 60. Ich brauche also noch ein paar Eisenplatten. Davon durfte ich eigentlich auch noch ein paar haben. Ich hoffe es mal. Geht uns das langsam aus? Wir werden es sehen. 1,1k, nein, ich glaube, das steigt wieder ein bisschen. Ich würde ja sowieso hier auch irgendwann die Eisenproduktion noch mal ein bisschen erhöhen. So, dann habe ich jetzt 8 Lasertürme, die werde ich jetzt auch alle komplett bauen. Denn ich möchte die Aliens, die hier unten in unserem Wald sind, auch noch ausrotten. So. Und jetzt werde ich erstmal schauen. Die sind ja noch ganz, aber die hier unten sind ziemlich angegriffen. Und zwar, so setze ich die einfach wieder hier hin. So. Und klick. Und weil die ja eh immer angegriffen werden, werde ich dann hier gleich auch anfangen, noch einen hinzusetzen. Dann haben wir schon mal 3 oder ich setze sogar 4 hin vielleicht, weil hier wird echt oft hingerannt. So, aber in der Zeit, wo die eh produzieren, kann ich ja schnell hier die auch noch erneuern. Klick. Ach ja, mit Rechtsklick war das ja. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die hier oben, die scheinen alle noch ganz zu sein. Da oben die, glaube ich, auch. Da, die sind ein bisschen angeschlagen. Dann laufe ich da einfach mal hin. So, hier die auch noch. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Ein bisschen. So, und die da oben sind auch ziemlich angekratzt. Die da halten sich ganz gut. So, aber hier sind, das ist eigentlich ein ganz schön großes Bündel hier eigentlich. Eigentlich müssten sie gar keine Probleme haben. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar hinkriegen. La 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 la. So, hier unten kann ich ja langlaufen. Und dann schnell zum Laserturm bauen. Die werde ich jetzt einfach hier irgendwo mit hinsetzen. Und zwar, ja, hier und... Ja, mittendrin möchte ich keinen. So, ja, vielleicht. Und dann schaue ich mal hier oben irgendwo, ob es hier irgendwas das gibt. Ja, hier sind eigentlich genug Lasertürme. Ich glaube, da brauchen wir keine. Wobei es letztens relativ eng aussah, aber naja, das passt schon. Gut, laufen wir einfach mal weiter nach unten. Und ich glaube, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Allianz, die hier unten ihr Unwesen treiben, genau dort. Und in der Zwischenzeit wird fleißig weiter geforscht, das finde ich auch sehr schön. So, dann brauche ich jetzt aber auch Strom bis darunter. So, oh. Naja, stirbt, stirbt, stirbt. So. Haha, aus dem Wald schieße ich heraus. No chance. Chance. No Chance für euch. Ach, zu nah dran. Piu, 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 piu. Ja, und da wird alles weggerotzt. Sehr schön, da werden die Aliens ausgerottet. So schießen die nicht auf die Aliens, sei jetzt okay. Sehr schön. Nur weiter so. Rottet sie aus. Oh, das sind Alien-Artefakte, die möchte ich gerne haben. Lass ich die einfach hier stehen, ich glaube schon. Den werde ich das gleich noch verbessern. Also wieder hinsetzen. So. Wie habe ich denn noch? 2 Stück habe ich noch. So. 2 L. Oh, das gibt es ja noch mehr. Komm, da reichen doch 2 Stück. Baue ich gleich mal rüber. Habe ich denn noch genug Leitungen? Das ist natürlich auch noch eine gute Frage.
9 Stück habe ich noch. Gut, gut, gut. Huch. Na? Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird es dunkel. Ah, die schießen direkt rüber. Haha, ist ja nicht ja schön. Hehehe, damit habt ihr nicht gerechnet. Einfach von der Seite. Es dauert ein bisschen, denn nur einer schießt gerade rüber, aber... So, ich bin gespannt, ob er jetzt noch mehr sieht. Ah ja, sehr schön. Ah, ist schön, wie das kurz hell wird durch die Explosion. Hier fehlt überall übrigens Licht. Da können die Bäume doch nachts über gar nicht wachsen, wenn die kein Licht haben. Brauchen doch Licht. So, jetzt muss ich näher ran anscheinend. Dann gehen wir einfach mal näher ran. Sie sind zu weit weg. Ja, ich weiß. Pium, pium, pium. So, der macht das jetzt schon. Ich nehme einfach den noch dazu. Nein. So. Ja, wird alles umgenietet. Sehr schön. Oh, da sind einiges am Alien-Artefakt rausgekommen. Das gefällt mir. Da gehe ich gleich hin und werde sie mir gleich einverleiben. So, noch mehr Alien-Scheißer. Da sind noch mehr Alien-Scheißer. Interessant, wie viele Alien-Scheißer hier sind. Das ist unser Land und die kommen hier einfach her. Das gibt's gar nicht. So, ich sehe gerade, ich habe sogar noch einen Baumfarm einstecken. Wie viel? Ich könnte sogar noch einige herstellen. Ich glaube, ich lasse das, glaube ich, mal kurz so. Und werde mich ein bisschen um die Baumfarm kümmern. Beziehungsweise sollte ich vielleicht mal schauen, wie es denn hier aussieht. Ressourcen-like. Funktioniert alles noch? Und ja, die Forschung scheint irgendwie ein bisschen... Also entweder ich habe nur Pech und deswegen geht es hier oben nicht weiter. Oder hier stagniert wieder mal was. Etwas, was ich wieder nicht leiden kann. Irgendwas. Mal Alt-Taste drücken. Hier kommen keine Raketen mehr raus. Warum? Ja, warum? Das ist da. Ist alles da, oder nicht? Was brauchen wir denn für eine Rakete? Man braucht 532, 532, 532. Wieso geht denn hier nichts weiter? Die Kiste ist leer, also könntest du doch eigentlich weitermachen. Interessant, interessant. Das ist das gleiche Problem, wie wir es letzte Mal hatten, im letzten Part, wo die... Forschungsabteilung einfach nicht Herstellungsabteilung gar nicht weitergemacht haben. Und ich sehe, dass sie das schon wieder nicht machen. Sehe ich das richtig? Der braucht eine Rakete. Na gut, nee, der braucht Raketen. Das ist ja klar, wenn die nicht weiter produzieren. Ah, ich krieg die Krise. Warum ist das so? Warum? Hier, du sollst bitte Raketen produzieren. Ich verstehe es nicht. Warum hat er einfach aufgehört? Ist die Frage, vielleicht Strommangel, vielleicht weil die Roboter neu reingeladen wurden durch das Update oder vielleicht liegt es am Mod. Ich habe keine Ahnung, warum das hier einfach manchmal ausgeht. So, der hier hat, der macht aber auch nichts. Oder braucht der noch irgendwas? 4 Schaltkreise braucht der. Okay, die Schaltkreise haben bloß gefehlt, ansonsten läuft da ja alles. So, hier oben, die machen auch alles. Okay, naja. Dann hoffen wir mal das Beste, würde ich sagen. Und ziehen uns hier runter zu unserem schicken Wald, den wir jetzt noch ausbauen werden. Und zwar haben Fließbänder haben wir noch. Ich muss mal schnell schauen, wie haben wir das da oben gemacht. Wir haben hier freigelassen und haben das dann so gemacht, genau. In der Höhe, dann ein frei und dann kommt dann dahin. Da kommt, ja genau, da kommt dann dahin. So, eins frei, also noch eins runter. So, so, so. Jetzt kann ich hier natürlich gerade nicht bauen, genau an der Stelle, weil hier ein dummer Baum ist. So. Ja, klick. Das dürfte die Stelle gewesen sein. So, dann stelle ich jetzt hier noch ein paar her. So. Ach komm. Wenn schon, denn schon. Dann gleich alle. Haha. Sehr schön. Klick. Klick. Ach, die sind noch nicht fertig. Naja, gut, dann warte ich halt noch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, mehr habe ich eh nicht. So, mal gleich mal schauen, wie viel ich noch kriegen könnte. Knick intelligent. Ich habe noch 2 intelligente Knickarme. Die brauche ich eigentlich in dem Sinne nicht. Deswegen schmeiße ich die da oben mal rein. Da, wo sie gebraucht werden. Und zwar in dieser Anbieterkiste. Da werden immer intelligente Knickarme gebraucht. So. Ich dachte,
Ja, der sollte eigentlich welche herstellen. Da tut er ja auch. Gut, 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 gut. Wie läuft's denn hier mit den Raketen? Produziert er diesmal? Ja, er produziert. Gut. Gut, gut, gut. Da sind auch die Felder fertig. Da können wir auch gleich noch weiterbauen. Und ja. Dann brauchen wir noch Kisten. Oh, was? Jetzt schon Holz? Achso, das kam, glaube ich, durch den Wald. Ah, was denn? Nee, doch nicht so. Gut, gut, gut. Gut, hier eins hin. Hier eins hin. Hier eins hin. Dann wird wieder ein bisschen frei gemacht. Dann hier eins hin. Hier eins hin. Hier eins hin. Und hier eins hin. Und wie kann es auch anders sein? Hier kommt auch noch eins hin. Und hier sollte auch eins hinkommen. Oh, es passt sogar. Interessant. So, noch eine Schicht drunter. Ja, ich glaube, ich mache noch eine Schicht dann drunter. Zumindest, wenn das halt... Gut, ich weiß gerade gar nicht, wie viel muss ich denn freilassen überhaupt hier. Kann ich ja mal checken. 1, 2, 3, 4. Okay. 5 also. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, die sind zu weit weg. 1, 2, 3. Ach, 1, 2, 3, 4 und 5. Sehr schön. Mal schauen, wie weit ich komme hier. Oh mein Gott, das Kohlefeld, das wird zugebaut. Sehr schön. Gut, 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 gut. Den Strom, den werde ich trotzdem nochmal irgendwie ein bisschen anders verlegen. Das mag ich so gar nicht. Ich hoffe nur, dass die jetzt gerade nicht, Und dann hier so runter. Dann haben wir schon mal das. So, dann brauche ich hier auch nochmal einen Haufen Stromkabel. Fließbänder brauche ich. Für und Knickarmroboter. Wie viel brauche ich denn? Wie viel Knickarmroboter? Einen habe ich. Eins. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bräuchte ich. Naja, 8 kann ich herstellen. Ich brauche definitiv ein bisschen mehr Eisen. Eisen gibt es ja hier in Hülle und Fülle. Oh, da kommt Allianz. Ja, die haben keine Chance. So. Schauen wir mal. Wir brauchen mehr Eisenöfen. Wie gesagt, ich bin nur überlegen, ob ich das komplett umbaue. Das können wir ja nachher angehen, wenn ich jetzt erstmal Dings hingesetzt habe. Noch die nächsten Bäume, die Baumreihe. So. Fließbänder. Holz habe ich eigentlich nur einstecken, aber wahrscheinlich kein Kupfer. Wo sind denn jetzt hier die Laternen? Da sind ja gut, Laternen kann man dazu nicht sagen. Aber trotzdem, die sind ja so. Ah! Gut, gut, gut. We need more Licht und so. Oh, da kommen sie. Hallo. Ja, da sterben sie, ganz einfach. Durch zwei weitere Lasertürme haben wir das doch recht gut in den Griff bekommen. Wie sieht es denn stromtechnisch aus? Das läuft eigentlich, es läuft. Ja, so. Gehen wir mal in Slow-Mo nach unten. So. Als erstes werde ich, ja, ein paar davon bauen. Dann 9. Wie viel habe ich gesagt? Brauche ich denn 17 oder irgendwas? Ich keine Ahnung, ich mache jetzt noch ein paar. Und ich brauche Strommasten noch ein paar. Wo sind sie? Da sind sie. So. Gut, und dann läuft das nämlich. Hoffe ich. Ja. Slow-Mo! Wuhu! Na? Na? Ja. Na. Jetzt aber. Ja. Wir haben es geschafft. So, dann kommt von hier. Okay, saut wieder ein bisschen. Wo sind sie denn? Ach so, die sind schon wieder ausgegangen. Ich hätte gedacht, dass das alles war. Gut, dann mache ich jetzt noch ein paar Knickarme anscheinend gerade. Dann danach halt ein paar Fließbänder. Dann setze ich jetzt schon mal die Knickarme an. So einfach ist das. Arbeitsteilung. So, klick. Klick. Dann brauchen wir nur noch Strom. Ich meine, die Bäume können ja so oder so schon mal ein bisschen Holz produzieren, wenn sie es dann machen würden. Ist hier nämlich noch kein einziges Holz. Also außer von den Bäumen, die ich in den Wald gepflanzt habe. Ach. So. Du auch noch. Du hast dann sogar Strom. Ach, da müssen die Laser ja aber weichen. Zumindest einer. Nein, alle müssen hier weichen. So. Das kann ich ja dann nochmal umbauen. Und zwar dahin. Ja, keine Ahnung, wie viel ich da jetzt hätte. So. Gut, alle haben sogar einen Strom. Wie kommt denn das? Was ist denn... Ja, toll. Das ist natürlich auch ein bisschen doof.
Kann ich hier noch eins zur Seite setzen? Natürlich kann ich das. Ja, jetzt hat der Laserturm natürlich keine Laserenergie mehr. So, nehme ich dahin. So. Passt, passt, passt. So, dann switchen wir mal immer schön weiter und versorgen unsere Teile hier mit Strom. Hm. Huch. Ist wieder tatsächlich nach hinten gerollt. Durch diesen dämlichen Fließband. Durch das dämliche Fließband. So. Na, hier auch noch eins hin. Dann muss ich wieder eins dazwischen setzen. So, und sehr schön. Dann haben wir hier. Und jetzt brauche ich noch Knickarm, ist ja alles da. Okay, Fließbänder sind noch nicht fertig. Noch nicht fertig gemacht, die Fließbänder. So, sehr schön. Ich glaube, die reichen gar nicht. Muss ich noch mehr produzieren. Ja, war ja klar. Das war ja klar. Also gleich mal ein bisschen mehr. So. So, hier unten gibt es noch nicht mal Knickarm-Roboter. Das ist ja erbärmlich. Aber man muss schon sagen, das wird diesmal ein richtig schön großer Wald. Was heißt diesmal? Das erste Mal. Aber der wird richtig fett, wird der. Richtig fett. Na, wo hänge ich denn jetzt? Okay. So, sehr schön. Oben wäre alles fertig. Jetzt noch unten ein bisschen Strom legen. So. Ach, hier war ja theoretisch schon Strom. Naja. Und du auch noch. Sehr schön. Jetzt brauchen wir bloß noch hier die... ihr wisst schon was. Ja, die brauchen wir. Huch. Sie sind zu weit weg. Klick, klick. Ach. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Ah, so. Wer braucht schon Kohle? Ich hab Holz. So, dann wäre doch theoretisch alles hier fertig. Also, mehr oder weniger. Wir könnten eigentlich noch mehr hin. Ist die Frage, ob ich das jetzt noch zu Ende, ob ich das jetzt noch weitermache. Ich müsste bloß ein paar Steine holen. Ach komm, dann baue ich jetzt hier noch ein paar Fließbänder dran. Dann können wir unten das noch fertig machen und dann kümmern wir uns um, was wollte ich mich da kümmern? Um das Eisen, dass immer mehr Eisen produziert wird. Denn das scheint relativ knapp zu sein. So, wie sieht's denn jetzt aus? Mal irgendwo Kohle drinne? Ja, da oben ist mal kurz Kohle drin, da ist Kohle drin und da, nee, nee. Das sieht, glaube ich, nur, nee, sah nur dunkel aus, aber hier war auf jeden Fall Kohle irgendwo. So, Fließbänder sind wieder fertig. Da oben ist auch wieder Kohle. So, ich sehe da jetzt schon, wie weit ich rein muss. Ungefähr muss ich das mal was abholzen. Weg mit dir. Kommt auch weg. Na? Hier muss noch was weg. Da kommen wir auch nochmal weg. So. Ach, da fehlt genau ein Fließband. Ich glaube es ja nicht. Gut. Fließbänder sind gesetzt. Den Strom setze ich dann lieber später erst. Knickarmroboter könnte ich aber schon mal pflanzen. Dann werde ich jetzt gleich noch Eisen holen und Stein, wenn ich immer oben bin. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kupfer. Da habe ich auch noch bloß noch 49 einstecken. Ja. Und dann ist der Wald erstmal vorerst fertig. Dann schauen wir erstmal, was der so bringt jetzt mit der krass. Oh. Ich glaube, hier wird es echt wenig langsam. Da müssen wir uns wirklich dann darum nachher auch mal kümmern. Ich zumindest. Ich muss mich darum kümmern. Das darf ich nicht vergessen. So, nehme ich auch mal nebenbei auf. So, und jetzt wollte ich eigentlich... Steine. Ja, mir wurde der Tipp auch gegeben, dass man ja eigentlich theoretisch direkt die Kisten an diesen Erzförderern dran schließen kann. Man braucht kein Fließband und man braucht auch keinen Knickarm dafür, aber naja. Da habe ich halt ein bisschen gepennt, so 10 Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir da hinkriegen da unten. Ich nehme einfach mal ein paar mit, so 16 Stück, das ist gut. So, und dann schau mal, die Kohle, die geht uns eigentlich nicht aus. Die funktioniert momentan eigentlich so, wie es ist. Finde ich ganz gut. Hier haben wir sogar einen Stau. Die letzten hier unten, die können gar nicht arbeiten. So stauig ist das hier. So, ansonsten. Die neue, hier wird schon tatsächlich die richtige Holzkohle verarbeitet. 2 Stück laufen hier am Dauernd anscheinend. Und da unten anscheinend auch ganz gut. Oh, das Holz, das stapelt sich sogar schon richtig, das Holz. Wow, das gefällt mir, das ist ja super. Also ich glaube, das wirft langsam echt viel ab, das ist nicht schlecht. Sehr schön, wenn wir jetzt noch unten die anschließen, dann wird es noch richtig fett, wird das richtig dick. Müssen nur aufpassen jetzt wegen, ihr wisst schon, diesen komischen Allianz. Ah, ich wollte eigentlich schauen, wie viel ich noch hinbekomme, naja, habe ich einfach welche produziert. Man kann nie genug haben. Habe ich das zu tief gebaut? Ich habe das viel zu tief gebaut, sehe ich gerade. Ach, ich Idiot.
Ich habe das doch gezählt. 1, 2, 3, 4 und bei... Ach, verdammt, das 5. ist das Feld und nicht das Dings. Na, baue ich die jetzt nochmal um? Naja, habe ich jetzt Pech. Das baue ich jetzt nicht um. Wir passen eh nicht... Passt hier wenigstens ein Feld noch rein? Ja, das Feld passt hier ganz knapp rein. Von daher... Alles noch im grünen Bereich. So, ich muss ja tiefer gehen. Ich muss ja, oder? Ach nee, doch, habe ich getestet. Gut, gut, gut. So tief muss ich gehen. Sehr schön, das passt schon. Aber kann ich noch ein paar Bäumchen umhacken? So. Genau, so. Gut, dann setzen wir das hier alles hin. Wir setzen es hin. Oh. So, kann ich es hinsetzen? Ja, yeah, sehr schön. Da gibt es jetzt schon ein paar Bäumchen. Genau auf diesem Grundstück. Ja. Sehr schön. Hat funktioniert. Gut. Ich brauche Knickarme. Da habe ich schon noch ein paar rumliegen. Ah, hier, wie das Holz schon kommt hier. Das läuft dann dauernd. Ja, yeah, das finde ich toll. Das finde ich toll. Also, ich glaube, wir haben keine Holzprobleme mehr haben. Und die Kohle wird dann auch kontinuierlich ankommen. Das heißt, wir haben dann kontinuierlich auch schön fett Strom. Und ja, was will man mehr? Ich hole den Strom mal hier von der Seite einfach ab. So. Sie sind zu weit weg. So, wie immer. Ja, ja, wir laufen einfach und spannen unsere, Sehr schön. So, fertig. Juhu. Schaut euch diesen Megawald an. So, jetzt muss ich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boah. Boah, 40 plus 12 sind 52 Felder, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. 52 fucking Holzfelder. Und jetzt müsste es auch eigentlich hier die... Obwohl hier kaum, also selten mal was rauskommt, das sammelt sich ja alles, das summiert sich. Und jetzt müsst ihr eigentlich... Oh, oh, seht ihr das? Wow, das ist ja krass. Sehr schön, dann könnten wir eigentlich dann tatsächlich noch die Kokowis bauen. Und ich glaube, das müsste dann das mit dem Eisen hier. Läuft das hoch? 55, 55, 56... Also steigt langsam oder beziehungsweise geht es auch nur ganz, ganz, ganz langsam runter. Dann werde ich mir erstmal noch ein paar Kokowis kümmern, damit die alle mal nachkommen ein bisschen. Das dauert ja sonst viel zu lang. Aber das stagniert dann trotzdem irgendwann. Und ich glaube, die Kohle hier kann ich eigentlich mal versuchsweise mal ein bisschen abdrehen dann. Ich werde erstmal die Kokowis bauen. Wo sind die denn überhaupt nochmal? Nein, 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 da. Wie brauchen wir denn? Machen wir hier eine. Ach, die kommen wieder, die ewig vielen Viecher hier. Laufen einfach im Kreis. Wow. Da sind sie aber wütend auf mich gerade hier. Hey, nicht zu den Lasern, nicht zu den Lasern. Danke. Wow. Das war wieder mal eine Invasion. Gut, hier eins, sagen wir mal. Dann zwei, drei. Wo die oben sind gar nicht richtig ausgelastet. Die können auch gar nicht viel mehr machen da oben, weil ja alles zustopft. Dann sagt man einfach mal hier. Ach, ich baue jetzt einfach hier 1, 2, 3, 4, 5, so. Fertig. Nicht so viel gereden. So, mal schauen, passt das hier rein? Klick. Und da bauen wir gleich noch eine. Für oben auch. So. Da passt das schon, es passt schon. So, wir brauchen ja noch ein bisschen, ja, ein paar Knicke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 Knicke brauchen wir. 5, 6, 7, 8. Und wir brauchen Fließbänder. Und hier oben, die Fließbänder würde ich eigentlich mal ein bisschen kürzen. Vorerst, also ich kriege ich ja eigentlich noch eins hin, eine Kokowi dazwischen. Theoretisch könnte ich da noch eins hinkriegen, aber hier dieser... Ja, das ist eigentlich sinnlos hier oben. Na, 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 na. Ja, so. Sehr schön. Ja, ihr werdet noch bedient. Moment. So. So. Ach, du bist zu weit weg. La 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 la. So, so. So und so. Und so und so. Oben, die haben ja anscheinend Strom. Hier unten, die bräuchten noch. Sehr schön. Und naja. Muss ich leider noch eins bauen.
Oder zwei, je nachdem. Ups. So, sehr schön. Dann sind die jetzt eigentlich auch an. Jetzt muss ich nur noch einstellen, was sie herstellen sollen. So, und du? Ach, der ist noch gar nicht eingestellt, sehe ich gerade. Ah, ne, habe ich ja gerade das gebaut. Ha. Gut, und ihr macht dann Kohle draus. So. Sehr schön. Aber das stapelt sich echt geil jetzt hier schon. Ha, das gefällt mich. Das gefällt mich. Die Kohle kommt. Sie stapelt sich. Gut, dann schauen wir mal, wie das dann läuft. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich würde gerne nochmal schauen. Ich werde jetzt nochmal die Kohle abdrehen. Und dann können wir dann im nächsten Part da mal schauen, wie es aussieht mit der Kohle. So, das dürfte jetzt eigentlich alles sich dann langsam mal abbauen. Abgesehen, wenn die unten zu viel nach oben schippen, dann baut sich wahrscheinlich hier nie was ab. Aber das werden wir dann in der nächsten... Oh, da wird ganz schön viel produziert. Yeah, ist das schön, das ist schön. Ja, auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Episode uns um das Eisenproblem kümmern. Ich weiß nicht, ein großes Problem ist es nicht. Es geht ganz langsam nach oben, aber es könnte schneller gehen. Und wir schauen, ob wir es schaffen. Hier, seht man jetzt wird schon langsam, rutscht es runter. Ob wir es schaffen mit unserem Holz, das wir jetzt produzieren. Und da kommt einiges an Holz. Ach du Scheiße. Ja, ob wir es schaffen, damit unseren kompletten Energiebedarf zu decken. Wir werden es sehen in Part 56, wenn ich mich nicht irre. Also, bis dann. Tschüssi.